Rund um die Corona-Pandemie gibt es viele Nachrichten, viele Informationen, viele Fakten. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie viele Geimpfte tatsächlich im Spital liegen. Nach dem aktuellen Stand mit 18. August waren 56 Personen gemeldet, welche sich aufgrund der Corona-Erkrankung aktuell im Hospital befinden. 5 von diesen Personen sind voll immunisiert, 3 Personen davon sind teilimmunisiert. Sieht man sich aber im Vergleich an, wie viele von diesen 56 Personen, die sich derzeit im Krankenhaus aufgrund der Corona-Erkrankung befinden, nicht geimpft sind, so sind es ganze 16 Personen, die derzeit da niederliegen. Ja, man kann definitiv sagen, dass es hier einen Unterschied gibt. Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder Berichte gehört, die bestätigt haben, dass wenn man sich impfen lässt, man zwar an Corona erkranken kann, aber dennoch nicht einen schlimmen Verlauf hat oder die Chancen sehr gering sind, einen schweren Verlauf zu haben. Die aktuellen Zahlen scheinen das auch nahezulegen. Wenn ich nun geimpft bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der Corona-Erkrankung ins Krankenhaus gehen muss, viel geringer, als wenn ich nicht geimpft bin. Und wir haben uns auch das Durchschnittsalter angeschaut. Hier ist es durchschnittlich 54,2 Jahre bei jenen Patienten, die derzeit hospitalisiert sind. Zusätzlich haben wir uns auch die 7-Tages-Inzidenz der letzten Zeit angeschaut. Diese lag bei den nicht vollimmunisierten bei 209. Bei jenen, die voll immunisiert waren, waren es ganze 16,6%. Also auch hier ein deutlicher Unterschied. Daher auch noch einmal der Appell der Regierung und vor allem des Gesundheitsministers, sich impfen zu lassen, da die Impfung wirklich etwas bringt.